Und wieder gewonnen. Dün, di, di, um. Jungle Falls. Ja, die Jungle Falls schon wieder. Ein bisschen skippen, Junge. Die Intro-Sequenz haben wir schon genug gesehen. Puh. Da oben zum Beispiel, habt ihr gesehen, der bunte Ballon ist dieser Magnet-Power-Up-Ballon und der ist total scheiße. Wie man da oben rankommen soll, fragt ihr euch. Man kann halt später im Free-Mode, wenn man so möchte. Oh, das ist auch ein Magnet. Das ist auch einer. Man kann halt im Free-Mode auch das Fahrzeug wählen. Storybedingt quasi sind wir gezwungen, diese Strecke vom Spiel gewollt mit dem Auto zu fahren. Und dann sich irgendwann kannst du halt jede Strecke mit jedem Mobil fahren. Obwohl nicht jede. Wasserstrecken kannst du leider nicht mit dem Auto fahren. Das wäre ein bisschen doof. Power up! Power up. Wie schwer ist Witzpig? Fragt Schokokeks. Witzpig ist ein Albtraum. Wenn man 10 ist. Und halt noch nicht richtig darauf achtet, was das Spiel einem für Tipps gibt. Wenn du halt ein Low-Bob-Anfänger bist, dann ist Witzpig extrem schwer. So ist er eigentlich ganz okay. Ist ein würdiger Boss. Aber der Witzpig kommt am ganzen Schluss erst. So, wieder geschafft. Hot Top Volcano. Hot Top Volcano, Wino, Wino. Oder so. Ah, ja, okay, wir haben alles schon gesehen. Hier, los, Mann. Letzte Runde. Und dann erstmal Charakter wechseln, ey. Ey. Ah, die werden immer besser, die Figuren, ne? Die sind nicht mehr so eine Pushover. Konnte der gerade schneller speeden als ich? Ach, Crunch, der schummelt. Yeah, Minion! Alter. Lappy 2. Oh, sorry. Ich wollte ein bisschen spannend. Und dann ich fahr vorbei. Ha! Noch erwischt, Alter. Wow! Wow, wow, wow. Okay, ich lasse es lieber. Warum muss ich immer so Whiskey Fly machen? Oh, er tut schon wieder. Wow. Wow. Und Leute, damit gehört die erste Trophy sogleich uns. Mandu oder Dino? Wow! Alter, Crunch ist auf den Fersen! Oh shit! Verarscht! Ich gebe mich doch nicht mit dem zweiten Platz zufrieden, Leute! So! Und das war's. Wieder 9 Punkte. Mit einem Gesamtstand von 36 und damit. Sie ist so schön! Trophy 1 von 4. Eigentlich 5, aber pst. So. Leute, damit ist wirklich die erste Welt so gesehen komplett. Bauen wir schnell ab. Warte mal, Titi, was sagst du zum Status? Titi! Mit Hupen macht man auf sich aufmerksam. Hey, ich bin's mal wieder! Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Man merkt richtig perfekt, wir haben ein Viertel durch. Okay. So, wir wechseln jetzt nochmal den Cherrick da. Was bist du denn jetzt? I challenge you to a race. Autorennen, um deine Fahrkünste zu beweisen, musst du mich rund um die Insel jagen. Das fällt mir nicht schwer. Das ist ein richtiger Lappen. So. Wir müssen nur den Fahnen folgen, wir müssen nicht einsammeln. Das ist halt bloß der Weg, den wir machen müssen. Und der fordert uns auch nochmal. Das Schweineding da ist mal voll. Eine Hälfte, ein Viertel ist aktiv. Ja, der fordert uns auch dreimal raus, jeweils mit dem
unterschiedlichen Fahrzeugen. Hi Linda. Was selbst er hat geile Mucke. Wow, shit! Alter, wow, wow, wow! Hello, friend. Gut gemacht. Nimm dies als ersten Preis. Bis dann. Bye-bye for now. Nimm dies als ersten Preis. Yeah. Na! Diddy, sammle ihn ein! Diddy, Mann! Hat Probleme, ihn einzusammeln, weil er nur 2D war. So, wie wechseln jetzt den Charakter? Typ, helf mir mal! Ich will mich wechseln. Hello, friend. Herausforderung wählen, Fahrzeug wählen. Select your vehicle. Hauptmenü. Can I help you further? Verdammt, muss ich gleich wieder raussehen? Okay. Na gut. Okay. So, müsst ihr alles gespeichert haben? Oh yeah. Diddy Kong Racing! So, jetzt mach ich mal Banjo! I'm Banjo! Das ist einfach so toll einfach. So. Und jetzt schon wieder. I challenge you to a race. Was, echt? Gleich das nächste Rennen? Overcraft-Rennen. Um deine Fahrkünste zu beweisen, musst du mich rund um die Insel jagen. Aber ich bin nur ein Banjo. Overcraft. Das ist einfach Banjo, Mann. Schon damals. Er sieht ein bisschen anders aus, das stimmt. Vor allem ist seine Nase lila. Aber... ist doch geil. Da juckt mir gleich meine eigene. Badabum. Guck mal, da auf der Tafel sieht man unsere gewonnenen Trophys. Und wir müssen sie uns alle holen. Der will aber nicht schon eine dritte Rennen machen, oder? Hui! Der guckt, was ist denn für ein Lappen? Der hat keine Chance. Yay. Kann schön springen als Hovercraft. Und Kazooie Schild zu Hause oder was? Nee, Kazooie, die kennen sich hier ja noch nicht. Kazooie war noch nicht entwickelt oder existierte noch gar nicht. Deswegen sagt man, dass Banjo halt Kazooie noch nicht kannte. Oder vielleicht ist Kazooie halt noch ein Ei im Rucksack. Ne? Weil damals hieß es doch eine ganze Weile, dass Diddy Kong Racing quasi eine Kindergeschichte von Diddy Kong ist. So, dass das hier alles passiert, während Diddy Kong noch ganz, ganz jung war. Weil er irgendwie auch so ein bisschen kindlicher aussieht. Ich glaube, war Diddy Kong jemals jung? Ne? Also, dass halt alle hier quasi Kinder sind. Banjo ist noch jünger, Konka ist jünger. War auch mal damals so eine... Ja, so hat man das Spiel auch gerne gesehen. Hello, friend. Nimm dies als ersten Preis. Bis dann. Bye bye for now. Ballon, komm her. Okay. So Leute, nächstes Level. So, warte mal, ist das nächste oder... Ist die Winterwelt eigentlich chronologisch die nächste? Ich guck mal. Die braucht 10 Ballons. Einfach Wasserfall hochfahren. Ist alles möglich. Die Congregation. Mal gucken. Oh ja, der braucht schon 20. Warte mal, warum ist die Tür offen, wenn ich dafür 20 brauche? Was soll das denn? Ah, nee, nur 2. Okay, und dann? Ins Winter Wonderland mit Banjo und unserem Held. So, wenn man keinen Bock hat, den Typen zu suchen, kann man doch einfach hier aufs Mittelfeld fahren und hupen. Dann kommt er sofort. Er weiß Bescheid. Hallo, friend. Hallo, Fernando. Abukadabra. Muss bei dem Propeller aufpassen, ey. Ist jetzt nicht sein Bauchabsäbel. Woo! Ach, es ist einfach toll.
Ey, die Winterwelt hat auch so ganz tolle Musik. Ist einfach wunderschön. Wunderschöne Musik. Snowflake Mountain! So, selbe Prozedur nochmal. Wir haben Endgegnerraum, wir haben Türschloss. Wir haben alles. So. Leute, die Mucke, sie geht da richtig ab. Do! Nicht do! Da, oh! Ey, einfach die Original-Sounds schon von Banjo. Aber am besten ist, wenn er überholt wird. Einfach do! Do, ja, nicht do! Hallo, Papa. Find dich auch cool. Doch jetzt ist Banjo an der Reihe. Ja, der Banjo. Alter, Hyper-Ultra-Speed. Haltet euch fest, Leute. Erstmal so. Und jetzt... Wow, Alter. Überhaupt nicht übertrieben. Ja, von dem Schaltwind der euren Scheißhöhle. Yeah! 10er Schuss, so geil. Feuerwehr! Yeah! Auch hier gehen die Runden so schnell vorbei. Hier der Magnet. Der ist so scheiße. Der zieht einen halt an den nächst vorderen ran. Aber halt der erste Magnet ist noch so eine Billo-Distanz. Ja, und bis du mal irgendwie den letzten Magnet voll hast, da vergeht einfach viel zu viel Zeit. Das macht kein Fee jetzt. Ah. Ado, Alter, voll in den Baum geflogen. Alter, jetzt geht's hier wieder ab. Und ich den ersten Ballon aus Welt 2. So. Na toll. Der Chat schreibt gerade, dass das Internet natürlich gerade wieder richtig schön am Abkacken ist während des Streams. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, es fängt sich wieder. Hier auf YouTube als Live-Let's Play ist davon halt nichts zu merken im Nachhinein. Tut mir leid. Wird ja alles separat aufgenommen. Tut mir leid, Leute. Ich hoffe, es fängt sich wieder. Walrussbucht. Sehr ärgerlich. Verstehe auch nicht, warum? Verschwaufen! Ja, home! Hey, doch die Mucki, Alter, jetzt sofort ab! Oh, was ein Looping, Alter! Oh, es war schlecht voll. Oh. Oh! Na, holm! Ah, Timber, was willst du denn hier? Du willst der Held des Spiels sein? Vergiss es mal ganz schnell, denn dieser heißt Banjo! Aua, nein, ganz ruhig, Banjo. Oh shit, ey, Banjo lenkt sich ein bisschen anders als Diddy. Schwerfälliger, um nicht zu sagen. Man merkt eigentlich die kleinen, schönen Details hier im Spiel? Also das große Nintendo-Schild an der Wand und das Rare-Logo? Nee, ich meine, wenn man halt, wenn die halt durch eine Höhle durchfahren, dann gehen ihre Lichter hinten an. Das ist nicht mal sehen können, ne? In Oh, Banjo ist echt langsam, Alter. Warum sind die denn alle so auf den Fersen? Und liegt einfach dran, von wegen, ja, Spielstunde ist vorbei, jetzt geht's richtig ab.
Dieses Spiel ist so kinderfreundlich und dadurch auch total easy, Mann. Oh ja. Wow. Und Leute, wieder bitte! Na komm schon, unser bitte! So, sehr gut. Danke, Zephyr, für den 10. Resub. Vielen Dank! Oh, oh. Da kommt ein Sub. Oh je. Danke, Time. Ey, Leute, mit Banjo kann ich echt nicht spielen. Der ist zu langsam. Ich guck mal, wie weit das Line-Up noch gut geht. Hey, Snowball Village! Ah, nee, Snowball. Really? Leute, hier den Schlüssel on the fly mitzunehmen ist ein bisschen kacke. Hier ist nämlich der Schlüssel versteckt. Aber der ist halt... Nee, den suche ich hier nach. Warte, da fahre ich danach ganz schnell hin. Oh, wow, dann... Was ist hier los? Der Schlüssel ist da links. Aber dann werde ich aber nicht mehr Erster. Das kann man vergessen. Wow, Alter, die Rakete kommt da an. Yeah. Oh, Internet müsste sich wieder gefangen haben. Er freut sich voll, dass er in so eine Scheiße darin wäre, Daniel. Ey, wird aus, ich schaffe jetzt nicht mal korrekt. Ey, Banjo ist echt kacke, ey, der ist schon langsam. Ha! Ganz genau, Mann. Boah! So, gleich nochmal rein und den Schlüssel holen. Oh, Mann! Ey, Mann, ich freue mich so. Sein Bauchnabel macht mir Angst. So, gleich nochmal rein. Am besten rückwärts gar nicht. Yeah, yeah, yeah. Oh. So, weil da kann ich nämlich einfach den Kurs nämlich einfach verlassen und hab's trotzdem. So, Sanju Albatros, danke für deinen Resub, dankeschön. Guck mal, hier seht ihr, einmal durchgespielt, können wir es jetzt optional mit anderen Vehikeln zocken. Oder auch nicht. Geht nur mit Auto. Strange. Egal. Ganz schnell. Oh nein, überhol mich alle. Oh nein, was soll ich machen? Oh nein, Leute. Einer der fiesen versteckten Schlüssel. Später gibt's noch einen, der ist orange fies. So. Er ist hier hinter. Direkt beim Start. Oder beim Ziel. Ist das fies? So. Got him! Okay, zurück zur Halle. Da wird er einfach reingeslasht. Tja. So. Sehr schön. Machen wir natürlich auch noch später. So, jetzt fehlt bloß nur ein Level hier. Frosty Village. Die Eisstadt. Und dann kommt der erste Boss wieder und dann wieder mit Münzen. Oh Mann. Frosty Village. Elinor Swordwood. Shellwood, dankeschön für deinen Resub. Danke dir. Wow, Alter! Ach man, guck mal, die Bäume, so richtig weihnachtlich hier alles. Es ist schön, dieses Spiel wieder zu sehen. Nach all der Zeit. Wow, Alter! Tschüss, Diddy! Ach, verdammt!
Ich bin daneben gefahren, voll im Nebel lang. Die Liebe Stress, ich merk das schon, oh ja. Alter Diddy, hau mal ab. Ich brauch vielleicht auch nur Bananen. Oh, hier weiß ich noch damals als Kind, hier waren die Münzen das erste Mal richtig schwer. Mal gucken, wie es dieses Mal sein wird. Ich weiß es nicht. Oh yeah, Mann. Ich geb mein Bestes hier und Gruß durch die Stadt. Weil man das als Bär so macht. Oh shit! Ja, Leute, ich hab auch schon als kleines Kind immer mit gesungen. Bloß da war meine Stimme noch höher. So, ja, ich bin so cool, hä? So ungefähr. Didi, hau doch mal ab, du kleiner Sack. Didi, geh doch zu Donkey Kong. Wow. Ah. So, geil. Jetzt der nächste Boss heute, wer ist das? Ist der Boss etwa auch wie der Elefant, dick und blau? Ist er sogar wirklich? Bitte und Dankeschön.